Dann gucken wir mal, ob sie die Nacht gut übersteht. Gwendolyn fühlt sich nach einer schlaflos zugebrachten Nacht eher schlechter denn besser. Sonst aber anscheinend keine schlimmeren Beschwerden. Routenplanung. Wir wollen erstmal zurück nach Norden, ob wir da irgendwas verpasst haben. Und hier wollen wir nicht weiter planen, nein. Als ihr auf eine kleine Hügelgruppe kommt, seht ihr etwas unter euch, wie eine Heimer-Altilope, gerade mit einem riesigen Satz aus dem Gebüsch spricht. Ohne von euch Notiz zu nehmen, rennt sie auf euch zu, um direkt vor euren Füßen zusammenzubrechen. Jetzt könnt ihr auch erkennen, dass sie aus einer klaffenden Halswunde blutet. Sie röchelt noch einmal, dann ist es wieder still. Weit und breit seht ihr nichts und niemanden. Wollt ihr das Tier ausweiden und mitnehmen? Nee, nicht wirklich. Das ist uns ein wenig suspekt. Außerdem haben wir genug Proviant. Wir ziehen das Tier einfach zur Seite vom Weg und dann gehen wir weiter. Und wir wollen unser Lager aufschlagen. So, können wir jetzt bitte hoffentlich Gwendolyn heilen? Talent anwenden, Krankheiten heilen, Gwendolyn. Mal sehen, was ich bei Schlachtenfieber machen kann. Oh, Schlachtenfieber ist, glaube ich, auch Wundbrand. Das ist gar nicht gut. Aber es konnte geheilt werden. Sehr schön. Und 7 Lebensenergie. Habt ihr das auch gerade gesehen? Ich glaube, es wurde Gulmonblatt und Yoruga-Wurzel verwendet. Also die Zahl hat sich verändert nach dem Talent. Talentanwendung. Ah, okay. Davon sollten wir immer mehr als genug dabei haben. Zurück. Und sie ist soweit wieder in Ordnung. Ja. Zurück. Und schlafen. Ja. Ihr habt eine Abzweigung erreicht. Wollt ihr die Route wie geplant fortsetzen oder eine neue Richtung wählen? Und wir wählen nochmal eine neue Richtung. Wir können hier nach Osten und nach Westen. Dann gucken wir noch mal ganz kurz nach Osten, wo der genau hinführt. Und kommen danach wieder. Bei der Überquerung eines Bachs holt ihr euch alle nasse Füße, wenn das mal keine Erkältung gibt. Ja, Talana sieht schon recht bedrüppert aus. Wir haben aber alle gutes Stiefelwerk, oder? Ja, soweit so gut. Und sogar eine Nisa haben sie eingefügt. Sehr schön. Jallen. Talent anwenden. Krankheiten heilen. Talana. Mal sehen, was ich bei Domschädel machen kann. Zar sei Dank. Und wir haben ein Belmatblatt dafür gebraucht. Okay, Notiz an selbst. Die drei Kräuter brauchen wir schon mal auf jeden Fall. Regelmäßig. Ein Gulmonblatt und 4 Einbeeren. Oder 3. Sehr schön. So, Routenplanung. Die Stelle kennen wir doch schon. Jetzt gehen wir mal nach Südwesten zurück. Und reisen dann nach Westen. Da waren wir auch noch nicht. Eine neue Strecke erkunden. Genau. Also dieses freie Herumlaufen finde ich sehr interessant. Das hat mir irgendwie im dritten Teil doch gefehlt. Und Mürrim ist auch noch krank geworden. Und wir holen uns nochmal nasse Füße. Ja, da werden wir jetzt. Nee, nur Mürrim ist krank geworden. Okay. Talent anwenden, Krankheit heilen, Mürrim. Zar sei Dank, ist geheilt. Sehr schön. Also ja, das Rumlaufen ist echt eine schöne Sache. Hat man richtig das Gefühl, dass man die Gegend erforschen kann und dann mit etwas Zufall über ein Dungeon oder eine Stadt oder ein Dorf oder was weiß ich stolpern kann. Das ging zwar im ersten Teil auch, aber hier gibt es halt jede Menge andere Neuerungen, die das Ganze dann noch interessanter machen. Das Ganze ist im dritten Teil leider verloren gegangen, aber dafür hat der dritte Teil auch seinen eigenen Charme, das ist schon okay. Also, wir wollen weiterreisen. Mürrim erholt sich wieder. Mürrims Kopf ist wieder klar. Schöne Sache. Oh. Das sind Räuber. Und Tirik hat nur 3 Bewegungspunkte. Oh, das könnte auch sein, wenn die im Schlaf überrascht werden, dass sie dann vielleicht weniger Bewegungspunkte haben. Wäre auf jeden Fall interessant. Girogon ist viel zu weit weg. So, du benutzt auch mal ein bisschen Magie. Da wir ja so oft rasten und so häufig Chancen haben, die Astralenergie zu regenerieren,
Da sollten wir sie zwischendurch auch mal benutzen. So, und ich wollte allgemein mal mehr Acceleratus verwenden, aber das kann sie noch gar nicht. Das müssen die Elfen machen. Was könntest du denn mal machen? Was hast du noch so an Kampfzaubern? Horiphobos, den probieren wir doch gleich mal aus. Auf den da. Du sollst Horiphobos machen? Oh, sie muss wohl direkt dran stehen. Ah, okay. Wahrscheinlich ist der Zauber sonst zu stark. Was haben wir noch? Wir haben noch einen Banwaladin, der ist viel zu niedrig. Wir könnten Dämon beschwören mit minus 5. Das macht nicht wirklich viel Sinn. Nö. Wirklich viel Gutes haben wir da nicht. Dann halt den guten alten Ignifaxius mit 7. In Kende. Zack. Oh, Verstärkung. Okay. So, gucken wir mal, ob wir Acceleratus auf Distanz sprechen können. Nein, anscheinend nicht. Das heißt, sie müssen jetzt näher ran. Du gehst dahin. Du zauberst mal einen Fulminictus, um das Ganze ein wenig zu beschleunigen. Da. Ja, die halten gut was aus. Da zaubern wir doch gleich nochmal einen Ignifaxius. Auf welchen hatte ich eben gerade gezaubert? Also der da hat gerade den Fulminictus abbekommen. Aber wer hat den Ignifaxius abbekommen? Nehmen wir den da. 7. In Kende. Der steht immer noch. 10er Bursche. Aber er gibt dann hoffentlich auch gute Erfahrungspunkte. So, du läufst immer noch in die Richtung. Haus wieder auf den. So, du hast jetzt die Wahl zu schießen oder 3 Runden lang Richtung Tirik zu laufen. Ich glaube, ich schieße lieber 3 Runden lang. Wir sollten unbedingt in der nächsten Stadt Pfeile kaufen gehen. So, du gehst mal da. Du hast noch Astralenergie, aber ich verwende ungerne alles. Wer weiß, was danach noch kommt. Also sicherst du erstmal. So, du allerdings hast noch volle Astralenergie. Kannst also einen Fulmen auf den da werfen. Das mit dem Acceleratus werde ich in diesem Kampf doch erstmal lassen. Weil die Nahkämpfer sind einfach zu weit weg. Und bis wir da sind, hätten wir 3-mal schießen können. Ich denke, das bringt mehr. Wo die halten schon ziemlich viel aus. Na komm, machen wir einfach so weiter und gucken, was passiert. So, du machst jetzt Computerkampf. Nur dieser Held. Nein. Computerkampf. Nur dieser Held. Ich versuche jetzt alle auf Computerkampf zu stellen, außer Talana. Und gucken, was dann passiert. Computerkampf. Nur dieser Held. Keine Magie. So, du sicherst. Du, Computerkampf. Nur dieser Held. So, jetzt dürften alle ganz schnell agieren. Außer Talana. Die ist jetzt auch meine Rückversicherung, falls mal irgendwas daneben geht. Also wenn irgendjemand zu viel Schaden nimmt, den hätte ich sonst, wenn ich keinen Helden über hätte, wie sie jetzt, gar keine Chance mehr einzugreifen, weil das halt viel zu schnell berechnet wird. Soll ich die Option vielleicht auch nochmal umstellen? So, du machst erstmal eine alte Option. Hier geht alle ran und... Oh, ich hätte schwören können, das war gerade ein Bild, dass eine Waffe zerstört wurde. Entweder das oder irgendein anderer Patzer. Überall fliegen die Pfeile. So, wir haben Pfeile. Die kommen nochmal alle mit. Und die Schwerter und Kurzbögen auch, denn wir brauchen jede Menge Dukaten. Und, oh, ein Levelanstieg. Alle Eingaben von Hand vornehmen. Wir würden gerne steigern. Was wollen wir denn steigern? Nehmen wir mal bei Gwendolyn Intuition. Was wollen wir senken? Aber glaube ich auf 3. Nee, komm, wir wollen
Raumangst denken. So. Energieresistenz ändert sich auf 11. Lebensenergie steigt um 5. 3. Das ist schön Durchschnitt. Das ist okay. So, Kampf. Wir würden gerne steigern. Stichwaffen. Stichwaffen. Jo, gelungen. Sehr schön. Und wir haben da jetzt ebenfalls keine Auswahl zwischen Attacke und Parade. Das wird wohl anscheinend automatisch zwischen den beiden verteilt. Was ein wenig komisch ist. Aber na gut. Dann hätten wir gerne noch Wurfwaffen, auch wenn wir bisher keine gute haben. Na, vielleicht ändert sich das ja noch. Wurfwaffen. Misslungen. Okay, Gesellschaft. Wir wollen auf jeden Fall feilschen. Will er nicht. Nö. Dann halt begehren. Erstmal die wichtigen Sachen. Gefahreninstinkt. Gelungen. Sinneschärfe. Gelungen. Und Schlösser knacken. Das ist doch was sehr Wichtiges. Dreimal versucht, dreimal daneben. Leider kein Anstieg. Okay, wir haben nur noch 4 Punkte. Wir könnten mit ihr jetzt noch Akrobatik steigern, um so in den Tavernen ein bisschen mehr zu verdienen. Aber ich denke mal, die Punkte werden anderweitig besser zu verteilen. Hier irgendwo. Also feilschen können wir nicht mehr. Wie wäre es denn mit Lügen? Lügen hat sie geschafft. Menschenkenntnis hat sie auch geschafft. Schätzen hat sie auch geschafft. Ja, langsam werden die Talente hier. Versuchen wir jetzt nochmal betören. Nur für den Fall. Und anscheinend war sie die Einzige, die aufgestiegen ist. Dieser Weg macht einen sehr angenehmen Eindruck. Wollt ihr das und eure gute Verfassung nutzen, um ein etwas schärferes Tempo vorzulegen? Ja. Es wird schon dunkel, wollt ihr eine Nachtlage einschlagen? Nein, wir wollen weiter marschieren. Gwendolyn war hungrig und hat gegessen. Gerion hat seine letzte Ration gegessen. Okay. Und jetzt machen sie ein Lager. Das Wandern macht ganz schön durstig, aber ihr hattet ja noch Reserven. Ja, das ist sehr gut. So, Astralenergie sollte alles schön aufgestockt werden. Und wir haben wirklich nur 4 Pfeile gefunden. Das wären 4 Stapel von Pfeilen gewesen. Oh, na gut. So, 24 hat sie, sie hat nur noch 6. Das sollten wir ein wenig ausgleichen. So. Wie jetzt? Du hast 15, du hast 15. Ah, okay. War gerade ein wenig verwirrt. Du bist überladen. Okay. Kannst du das Schwert tragen? Ja, kannst du. Jetzt ist keiner mehr überladen. Gute Sache. Zurück. Und schlafen. Mürrums Kopf ist wie in Watte gepackt. Schon wieder. Mürrums Fieber verschlimmert sich drastisch. Wir haben doch keine Sekunde. Tirik ist auch krank. Gerogon weckt Wendel und Yallen. Nee. Jetzt, wo sie alle krank sind, das ist nicht gut. Was ist denn los? Fragt Yallen noch ganz verschlafen. Ich glaube, ich habe was gehört. Oh. Ja, du hast definitiv was gehört. Da hoch die abfangen. Also, Gerogon nimmt die 3 da oben. Gwendolyn wechselt die Waffe. Oh, stimmt, ihr Rapier ist kaputt gegangen. Dann nimm nochmal das Kurzschwert. So, also, Gerogon nimmt die 3 da oben. Gwendolyn nimmt die 5 hier unten links. Und Tirik, wenn dann irgendwann mal wach wird, nimmt die 4 da oben. Und Mürrum hat einen Bewegungspunkt. Weil sie halt krank ist. Jo, Talana, es ist an dir. Bring mal ganz schnell ein paar davon Ignifaxius auf den da mit, sagen wir mal, 3. Nicht 31, Gott bewahre. So. Ich hoffe mal, 3 bis 6 reichen. 13 Trefferpunkte, da steht noch. Zeh Goblin. Und Tirik hat auch nur einen Bewegungspunkt. Das wird ein sehr skurriler Kampf. Du. Zaubern. Kampf Fulminden. Auf irgendeinen bei Gwendolyn, der zu viele.
Ja, das war der Angeschlagene. Ärgerlich. So, du. Zaubern. Komm. Fulmen. Ja, schon waren es nur noch 9. Terek kumpelt weiter in Richtung Kampf. Talana sollte sich gleich mal ein wenig da verpieseln. So, du kannst auch nichts machen. Oh, Yallen könnte Axelaratus auf Terek sprechen. Dann müsste er genug Bewegungspunkte haben. Kumpel mal Richtung Yallen. Sicher. Zaubern. Kampf. Ignifaxius auf. Jetzt wird Gero wohl ganz schön bedrängt. Auf den da mal. Sagen wir mal 4. Das müsste der Rest ihrer Astralenergie sein. So. Gerogon. Komm, dezimier die. So. Yallen. Du. Ah, Terek ist ein Feld entfernt. Bewegung, Acceleratus, kannst du Terek? Nee, kann man nur von diesen roten Feldern aus. Na gut, dann schieß halt auf den zu nah für einen Schuss. Dann warte einfach. So viel Schaden machen die ja nicht. So, du mal auf den. Du humpelst auch mal Richtung Yallen. Und haust weiter drauf. Du gehst einfach weiter weg. So. Ah, Terek, wo bleibst du? Sichern. Du, alte Option. Genau, Terek, komm hier mal dahin. Jetzt muss nur noch Yallen drankommen. Du kommst jetzt weiter in die Richtung. Und dann müssen wir auch hoffen, dass Yallen überhaupt genug Astralenergie hat für das Ganze. Au. So, zaubern. Bewegung, Acceleratus, Terek. Zaubern ist lungen. Aber wenigstens scheinen sich Kirigon und Gwendolyn ganz gut zu halten. Nochmal, Zauber. Bewegung, Acceleratus, Terek. Komm schon. Terek ist magisch beschleunigt. Schöne Sache. Gucken wir mal, wie viel genau es gebracht hat. Er hat immer noch einen Bewegungspunkt. So viel zu der Theorie. Dann machst du jetzt bitte 2 Schritte zurück und fängst an zu schießen. Das ist wohl etwas produktiver. Und ich glaube, ich mache jetzt mal den Computerkampf für die ganze Gruppe an. Keine Magie. Und versuche einen Blick zu halten auf oben links auf die Trefferpunkte. Soweit ganz gut aus. Glenn ist ein wenig runter. Ein wenig sehr runter. Aber die Goblins fliehen. Hülalü. 5 Säbel. Die nehmen wir mal mit.